Die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Das sagt Dirk Müller in seinem Buch Machtbeben. Das Buch ist interessanterweise vor der Corona-Krise entstanden. Das heißt, von Corona war da noch keine Spur. Sind jetzt die Prognosen mit der Hilfe von Corona eingetroffen oder nicht? Das sehen wir uns in diesem Video an. So, das Buch hier, also Machtbeben von Dirk Müller, das ist aus dem Jahr 2018 und jetzt sind ein paar Jahre vergangen und wir schauen mal, wie gut er wirklich gelegen hat. Und zwar Seite 117 schreibt er, die Völkerwanderung wird weitergehen und es werden viele Millionen Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen nach Europa einwandern. Nun, das ist grundsätzlich richtig, also man hat Migration. Die Frage ist jetzt, ob das wirklich eine bahnbrechende Prognose war. Also man kann ja auch sagen, in den nächsten Wochen wird es mal wieder regnen. Also diese Prognose, das war eigentlich absehbar, dass es Migrationsbewegungen gibt. Aber gut, zumindest da hat er richtig gelegen. Seite 152. Alles läuft auf einen finalen militärischen Konflikt zwischen den Erzfeinden Iran und Saudi-Arabien hinaus. Das war Seite 152. Auf Seite 158 sagt er noch dazu, doch all das ist nur ein Vorgeplänkel für die große Entscheidungsschlacht, den offenen Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Also wir haben jetzt 2022, wo ich dieses Video mache. Bis jetzt ist von diesem großen militärischen Konflikt, diesem offenen Krieg, nichts zu sehen. So, Seite 193. China ist die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte und steigende amerikanische Zinsen werden sie zum Platzen bringen. Die Zinsen in den USA, die sind deutlich am Steigen. Bis jetzt jedenfalls ist die chinesische Immobilienblase nicht geplatzt, zumindest sieht man das nach außen hin nicht. Ja, es haben Immobilienunternehmen dort große Probleme, das stimmt. Ob das jetzt für die Zukunft zum Platzen der Blasen führen wird, das muss sich allerdings erst noch zeigen. Seite 232. Kommt aber eine neue Wirtschaftskrise mit Kurzarbeit und Angst des Mittelstandes um die eigene wirtschaftliche Zukunft dazu, werden die Spannungen stark zunehmen und sich vermutlich den demokratischen Strukturen sei Dank weniger gegen die Plutokraten, sondern gegen die Zuwanderer richten. So, also wir hatten ja jetzt mit Corona diese große Krise gehabt. Gab es jetzt wirklich Stunk mit den Zugewanderten? Oder hat sich der Ärger nicht eher in eine andere Richtung entladen? Also ich habe von Ärger gegenüber den Zuwanderern eigentlich wenig gemerkt in der Zeit von Corona. Vielleicht war es bei dir anders da. Jedenfalls für mich hat sich der Ärger gegen andere gerichtet und nicht gegen Migranten, gegen Ausländer, gegen Zuwanderer. Aber gut, das kannst du ja mal selbst für dich entscheiden. Seite 256. Nimmt man die auf den letzten 250 Seiten erörterten Zusammenhänge und die Aussagen zahlreicher Experten, dass der nächste Crash heftiger sein werde als jener von 2008 hinzu, dann dürften wir eine Zielgröße von 70-90% Kursrutsch als durchaus realistisches Szenario annehmen. 70-90% Einbruch. Das wäre natürlich massiv. Sein Fonds, der ist für dieses Szenario eigentlich aufgestellt worden. Bis jetzt kam es zu diesem 70-90% Einbruch nicht und sein Fonds ist miserabel gelaufen. Vielleicht kommt er in Zukunft noch, das wird die Zukunft zeigen. Bis jetzt ist die Prognose nicht eingetroffen. Seite 290. Das eigene Auto wird für weite Teile der Bevölkerung in sehr kurzer Zeit abgelöst werden von selbstfahrenden Elektrofahrzeugen, die man per App binnen weniger Minuten an den eigenen Standort bestellt und am Zielort wieder verlässt, ohne einen Parkplatz suchen zu müssen. So, hier steht, in sehr kurzer Zeit soll das passieren. Also sehr kurze Zeit sind für mich wenige Jahre. Das Buch von 2018, jetzt haben wir 2022. Also von dieser Entwicklung sehe ich bis jetzt nichts. Also es gibt Probefahrten mit den Autos in den USA mehr als hier, aber dass das flächendeckend verfügbar ist, dass ich eine App einsetzen kann, um mir ein Auto zu holen, davon sind wir noch ein ganzes Stück weg. Also diese Prognose ist für mich nicht eingetroffen.
Auf diesem Kanal sehen wir uns an, was aus den Prognosen von Finanzexperten oder vermeintlichen Finanzexperten geworden ist. Wenn dich das interessiert, wer richtig liegt, wer falsch liegt und was die einzelnen Personen gesagt haben, dann lass gerne Abo und Glocke da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.